Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstefan natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm trifft zum einen in der 14. Runde der österreichischen Bundesliga am kommenden Samstag zu Hause auf den SKN St. Pölten. Und zum anderen ist die Trainersuche bei den Blackies nach der Verabschiedung von Heiko Vogel in vollem Gange. Nach wie vor ist ein hartnäckiger Topkandidat Roman Mehlich für die Nachfolge eben des 42-jährigen Deutschen. Und ja, darüber habe ich ja schon im letzten Video ein bisschen gesprochen, was so meine Gedankengänge sind, dass auch mein Wunschkandidat eigentlich ein anderer mit Ernst Baumeister wäre. Aber gut, die Gedankengänge gehen auch generell oder die Meinungen gehen da generell relativ weit auseinander, was ich da so mitbekommen habe beim Social Media, bei den Sturmknoffeln. Denn man muss sagen, ja, es gibt für alles oder für beide Seiten Argumente für einen jüngeren wilden Trainer oder eben auch ja für einen etwas erfahreneren. Da kann man jetzt auch ewig drüber diskutieren. Ich möchte da eher auf die aktuelle Situation drauf eingehen und eher so ein bisschen drauf spekulieren. Mehr kann ich ja auch nicht machen. Ja, was jetzt wirklich, was man aus der Mannschaft überhaupt rausholen könnte. Und das ist, glaube ich, auch die Kernfrage, die ich selber auch nicht wirklich beantworten kann. Aber meine Meinung dazu ist, ich glaube, auch der neue Trainer wird jetzt nicht alles, egal wer es wird, ob das jetzt Roman Mehlich oder Zinedine Zidane sein wird, auch der neue Trainer wird nicht alles zerreißen auf der Ergebnistafel, sagen wir es mal so. Also auch wenn man, gegen St. Pölten wird sowieso der neue Trainer noch nicht dabei sein, aber ja, auch wenn man die ersten zwei Partien gewinnt und dann die dritte wieder verliert, es wird so oder so ein sehr, sehr mühsamer Herbst weiterhin werden bis zur Winterpause. Es geht jetzt sowieso nur mehr darum, sich irgendwie ins obere Playoff zu retten und dann im Frühjahr vielleicht mit ein, zwei gezielten Verstärkungen dann wieder anzugreifen und dann doch noch oben zu etablieren eben und ja in den gewohnten oberen Tabellenregionen sich wiederzufinden. Man muss aber auch an der Stelle festhalten, wir sind nicht das einzige Spitzenteam in Österreich und so viele gibt es ja nicht, die kann man an einer Hand abzählen, die sich aktuell in einer Krise, in einer sportlichen befindet oder wo eben der Tabellenstand aktuell mehr als unbefriedigend ist. Man denke an Austria oder Rapid, also auch die Wiener Konkurrenz mit wesentlich mehr Budget als unsere Blackies stehen auch nicht wirklich besser da. Also das sei nur mal an der Stelle festgehalten. Dafür tummeln sich oben Vereine wie der WAC, wie St. Pölten, wie Hartberg. Also da ist im Moment so ein bisschen verkehrte Welt in der österreichischen Bundesliga unterwegs. Übrigens auch ein Blick auf die Tabelle zeigt das ganz deutlich. St. Pölten ist nämlich Dritter und Sturm ist Achter. Wer hätte sich das in der letzten Saison vorstellen können? Ich persönlich nicht. Aber ist jetzt alles aktuell Fakt und ja, jetzt ist die Frage, was können unsere Blackies da jetzt noch großartig in diesem Herbst machen, um irgendwie ins obere Playoff zu kommen? Die grundlegende Überlegung muss ja mal sein, was soll der neue Trainer da großartig bringen? Wenn man jetzt einen Roman Mehlich beispielsweise zu Sturm holt oder einen aus der Kategorie mit dem Steckbrief von Roman Mehlich, das heißt jung, hungrig, aber eben noch unerfahren, was soll der Mannschaft jetzt wirklich bringen? Es kann natürlich sein, dass einfach dieser neue Impuls, einfach dass eben neue Trainingsmethoden, ein neues Gesicht, dass das Ganze natürlich wieder schnell in die andere Richtung geht. Einfach mit positiver Energie kann es schnell gehen. Der Vorteil eines jungen, unerfahrenen Trainers liegt jetzt nicht unbedingt beim Trainer selber, sondern eher um das Umfeld, sagen wir mal so. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Roman Mehlich sofort die ganz, ganz große Kritik bekommen wird, jetzt nur von den Fans, sondern die wird sich dann eher in Richtung Kreisel oder auch Jauch, also generell in Richtung obere Etage bei den Blackies dann mehr richten. Einfach, weil die Trainerbestellung in der jetzigen Situation ist sehr heikel. Ich habe das ein oder andere Mal gelesen, das sind nicht meine Worte, Himmelfahrtskommando. Bisschen überspitzt kann man es vielleicht sogar so ausdrücken, denn man kann als Trainer in der jetzigen Situation bei Sturm nicht viel gewinnen, so ehrlich muss man sein. Da ist das Risiko mit einem jungen, hungrigen Trainer eigentlich ein kleineres. Wenn ein arrivierter, teurerer Trainer natürlich kommt und das Ganze funktioniert weiterhin nicht, dann haben im Endeffekt alle verloren. Der neue Trainer, die Mannschaft sowieso und natürlich, last but not least auch der Vorstand und der Sportdirektor und natürlich wir Fans am Schluss. Also von dem her kann ich es schon nachvollziehen, dass man sagt, okay, man geht das geringere Risiko, was jetzt, glaube ich, so die Medienschelte auch angeht, wenn man einen jüngeren Trainer auf die Bank setzt, mit einem erfahrenen, arrivierteren, ist, glaube ich, der Druck ein bisschen größer. Da erwartet man sich dann schon auch andere Ergebnisse. Und da geht es dann wieder darum, wie gut ist die Mannschaft überhaupt? Ich persönlich glaube, wenn ich die letzten Partien von Heiko Vogel
Level ansehe, die Mannschaft hat alles versucht, die sind im Moment meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht besser. Also schon natürlich besser als 8. Platz, aber jetzt nicht so weit, dass man sagt, man wird den eigenen Ansprüchen gerecht und spielt zumindest um Platz 4 mit. Das kann ich mir im Moment sehr schwer vorstellen, dass wir da wirklich noch in dieser Region vorstoßen, außer man verstärkt sich wirklich gezielt im Winter. Ein neuer Stürmer, ein ordentlicher Linksverteidiger und vielleicht sogar noch Lubic aus seiner Leihe von Hartberg zurückholen. Mittlerweile, glaube ich, würde das auch Sinn machen, weil weder Lovric noch Lagner im Moment ihre Leistung kontinuierlich abrufen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das Ganze auch funktionieren könnte. Da wäre natürlich dann mit den richtigen Verstärkungen ein arrivierter Trainer vielleicht nicht so schlecht. Der neue Trainer, wenn er gleich mal von Anfang an positive Ergebnisse einfährt, dann kann das auch funktionieren. Also ich wehre mich jetzt da gar nicht mit aller Macht dagegen, einen unerfahrenen Trainer einzusetzen, aber es ist halt einfach unglücklich von außen, das muss man klar sagen. Man hat mit Heiko Vogel, ja, ein Trainer, der zumindest auch schon Champions League gespielt hat oder trainiert hat, auf der Bank gehabt und es hat nicht funktioniert. Vielleicht ja, geht es dann doch wieder mit der anderen Richtung, aber es wird halt schwer, aus dem aktuellen Spielermaterial da wirklich was rauszuholen. Denn ja, was will der Trainer machen, wenn ein Stefan Hirländer 2000%ige Möglichkeiten nicht nutzen kann oder wenn dann ja hinten wieder ein kapitaler Eigenfehler passiert, wie schon in der laufenden Saison so oft gesehen. Also man kann ewig drüber diskutieren. Und ich bin gespannt, wie Sturm sich entscheidet. Auf jeden Fall ist ganz klar, auch Kreisel ist jetzt in der Pflicht, auch Jauch ist in der Pflicht, der ganze Verein ist jetzt in der Pflicht. Die nächsten Elfmeter, die müssen einfach sitzen, denn sonst ja, sieht es für die aktuelle Saison sehr, sehr schlecht aus für unsere Blackies. Und ja, vielleicht in diesem Hinblick noch kurz in der Ausblick auf St. Pölten. St. Pölten ist durchaus schlagbar, würde ich mal behaupten, in der aktuellen Situation, auch für unsere Schwarz-Weißen, denn St. Pölten hat ja selber den Trainer wechseln müssen. Kübauer ist ja zu Rapid gegangen und jetzt ist eben mit Ranko Popovic eine Sturmlegende auf der Trainerbank bei St. Pölten, aber noch nicht wirklich erfolgreiche 3 Partien, 1 Punkt bis jetzt, zugegeben gegen den LASK, aber den auch sehr spät geholt. Also läuft das Rädchen in St. Pölten mit der neuen Trainerbestellung auch nicht. Deswegen, das ist natürlich die andere Sache, es könnte natürlich noch schlechter gehen. Mit diesem Szenario will ich mich aber hier bei unseren Blackies gar nicht erst beschäftigen. Ich sage einfach, auch wenn Günther Neukirchen und Joachim Standfest, die das Ganze ja, wie gesagt, interimstechnisch erstmal managen werden, auch wenn die auf der Trainerbank sind, glaube ich, hat man gegen St. Pölten genauso gute Chancen, als wenn jetzt Heiko Vogel noch da wäre. Also von dem her, ja, 3 Punkte gegen St. Pölten und dann hat man in der Richtung ein bisschen Ruhe für die nächsten Aufgaben und kann natürlich auch weiter in Ruhe nach einem Trainer suchen. Sollte natürlich jetzt auch nicht ewig dauern, außer man sagt gleich, man lässt sich Zeit, man bis zur Winterpause, bis dahin sollen es Neukirchen und Standfest regeln und dann vielleicht eben in der Wintertransferphase ein bisschen verstärken und dann nochmal mit dem neuen Trainer durchstarten. Also Optionen gibt es genug, ich bin auf eure Meinungen wie immer natürlich auch sehr, sehr gespannt, bitte in die Kommentare runterschreiben. Und von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Video ist jetzt leider ein bisschen länger geworden, als ich es geplant hatte, aber gibt einfach sehr viel zu erzählen und sehr viel zu spekulieren. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Von dem her war es das eben schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der LANZ-TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich, Gemma Burschen und bis dann. Ciao, ciao.